Oh, man sieht hier die Uhrzeit. Wir haben es jetzt laut Uhr 20:03 am 30.01.2019. Willkommen heute zum heutigen Livestream. Und ja, was soll ich groß sagen? Ich freue mich wirklich, dass ich das im Moment so ein bisschen halten kann, mittwochs den Stream anzuwerfen. Es macht mir auch wirklich Spaß. Mittwochs ist auch, wie gesagt, der Tag, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der für mich etwas besser passt und vor allen Dingen auch ruhiger ist. Ich will mal gerade gucken, was mein Chat sagt. Ja, er läuft. Das ist schon mal perfekt. Der Weißbot hat auch gemerkt, dass es losgeht. Und heute werden wir tatsächlich Star Wars Jedi Knights Mystery of the Sith starten. Das Spiel ist komplett in Englisch. Das ist, naja, das macht nichts. Ich denke mal, das werden wir schon irgendwie meistern können. Und ich werde jetzt mal hier gerade dieses Event hier. Puff, machen wir es mal zu. So, jetzt hängt das hier ein bisschen. Jetzt ist es verschwunden. Jetzt ist nur noch der Sternenhimmel da. Ist das nicht ein Träumchen? Ich glaube ja. Jetzt muss ich das nur erstmal hier suchen. Ich glaube, Steam ist noch zu. Steam! Starte dich! Mein liebes Steam! Kleiner Augenblick, es geht sofort los. Ich weiß gar nicht, hört man mich eigentlich? Ich muss das mal gucken. Ich muss mich absichern. Ja, ich höre mich. Also, das reicht mir schon. Jetzt muss Steam noch starten. Ich hätte es ja mal anmachen können in der Zeit, aber nein, das macht natürlich keiner. Was ist das? Subnautica Below Zero? Was ist das? Moment, ich bin gerade. Was? Nein. Nein. Es ist ein neues Subnautica rausgekommen. Ernsthaft? Ich bin gerade verliebt. Dein Spiel. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Es ist tatsächlich ein neues Subnautica rausgekommen. Veröffentlichung am 30. Januar. Das ist heute. Oh, das wird so schön. Ich habe Angst. Ich habe Angst, das Spiel zu starten. Nein, ich muss es kaufen. Ja, eigentlich schon. Im Eisland. Boah, ich muss auch das normale Subnautica irgendwann mal im Stream starten, dass wir das mal spielen. Aber Subnautica war schon damals richtig toll. Und jetzt gibt es dann auch noch Landbewohner, also Landtiere. Und hast du nicht gesehen? Ich bin gespannt, was das wird. Ich werde jetzt mal hier den Bildschirm umschalten. Warte, ja. Ich muss da erstmal hinkommen. Ich könnte natürlich auch probieren, die Tastenkürzel zu nehmen. Aber das wird nicht funktionieren, weil ich muss nämlich den Bildschirm starten. Hi! Jetzt sieht man mich hier doppelt und dreifach. Das ist ja toll. Dieses Spiel hier ist rausgekommen. Subnautica Below Zero. Voll cool. Muss ich ja schon mal sagen, gefällt mir sehr gut. Ja. Wir starten jetzt aber Star Wars. Genau dieses Spiel hier. Und ich muss noch vorher mal meinen Chat ausmachen. Nicht, dass der mich nervt. Offline. Ich bin offline mit T-Offline. Ja, alles klar. So, spielen, spielen. Und da muss ich tatsächlich dann, das muss ich kurz noch anmerken, wenn das durch ist, muss ich kurz warten, weil der Ton könnte weg sein. LucasArts. Oh, es ist schön. A long time ago in a galaxy far, far away. Und?
jetzt muss ich warten. Also ich muss jetzt wirklich warten. Zumindest so eine Minute oder zwei, falls der Ton weg ist. Deswegen, ich werde mir jetzt mal irgendwas suchen, wo ich einfach mal aus einer Teetasse quasi einfach mal Wasser trinke. Ist doch auch mal was Schönes. Weißt du, gerade hat der Stream begonnen und du musst schon mal dir irgendwie Wasser an den Rachen kippen, weil du einfach so einen trockenen Hals hast. Obwohl du die ganze Zeit auch gequatscht hast, weil ist ja normal auf Arbeit, da musst du ja auch reden. Ja, das ist schön. Aber ich muss jetzt natürlich so ein bisschen auch quatschen, weil es kommt ja auf YouTube hoch und ich versuche das ja gleich hochzuladen, wenn ich fertig bin mit Streamen, damit dann immerhin die Tonspur noch da ist. Deswegen muss ich jetzt hier auch reden und ich sage einmal Prost mit einer Teetasse voll mit Wasser. Ich habe gestern Tee getrunken und die Tasse steht hier noch, aber man schmeckt den Tee nicht mehr, schade. Oh, was war das denn? Ach ja, hier, Tasse sag ich schon, Löffel ist hier noch. Jetzt muss ich mal eben gerade hier glucken. Ich muss mal kurz glucken. So. Mal kurz was schreiben. Alles klar, dann können wir ja eigentlich loslegen. Heute wird wahrscheinlich ein sehr entspannter Tag oder ein sehr ruhiger Tag, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jemand in den Chat kommt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil dieses Spiel wollte ich ja schon mal machen. Habe ich jetzt immer ein bisschen vor mich hingeschoben. Und Jedi Knights ist, also die Star Wars Spiele sind nicht für jedermanns was, ne? Und wenn ich das jetzt hier auch ganz alleine spiele, ist mir das auch relativ... Naja, egal ist mir das zwar nicht. Ich würde mich freuen, wenn hier ein bisschen Beteiligung wäre. Bei den letzten Malen hat das ja ganz gut geklappt. Ich würde sagen, wir spielen als Terra. Ich habe ja schon mal ein Profil gemacht, um zu testen, ob das Spiel funktioniert. Und natürlich auf normal, wie wir das jetzt die letzten Male auch gemacht haben. Und wir machen gleich die Credits an. Nein. Wir spielen das Ganze auf Singleplayer. Und wir starten ein neues Spiel. Und die Grafik, um das kurz zu erklären, ist wie Dark Forces 2. Ist genau das gleiche. Deswegen sieht das Menü hier auch ungefähr gleich aus wie damals bei Dark Forces 2. Nur, dass das jetzt das erste Spiel ist. Ich glaube, das dürfte das erste Spiel sein, was in Europa offiziell erschienen ist. Kann das sein? Damals? Keine Ahnung. Vielleicht sage ich auch gerade was völlig Falsches. Auf jeden Fall ist das der dritte Teil der Reihe, aber das erste Mal mit dem Namen Jedi Knight. Und Jedi Knight war damals sozusagen der Verkaufsschlager dann auch gewesen. Und dann ging es mit Jedi Knights 2 weiter und mit Jedi Knights 3. Und wenn wir da ankommen, habt ihr eine Grafikexplosion, weil dann hat sich nämlich die Grafik ganz nach vorne bewegt. Aber noch nicht so, wo ich sage, ja, das ist jetzt die Grafik, die wir unbedingt haben wollen. Irgendwie hängt gerade was. Hat sich meine Maus aufgehängt? Das hatte ich schon mal. Hallo? Ja, die Maus hat sich aufgehängt. Guck mal, sie leuchtet nur noch. Mehr passiert nicht. Weil normalerweise habe ich einen Farbwechsel. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Ja, ich muss unter den Tisch kriechen. Das ist natürlich jetzt toll. Wartet mal. Ah, schön. So, wo habe ich denn hier den Stecker? Wo ist er denn? Wo ist denn der von der Razer? Da ist er nicht. Das dürfte der Kopf. Das ist der. Alter Mann, muss ich erstmal wieder hoch? Muss ich ja erstmal wieder hoch? Akkedieren? Ackern? Weiß ich nicht. So, jetzt leuchtet die Maus wieder, jetzt geht's wieder. Was? Das hatte ich schon mal. Ich hoffe, das liegt nicht am USB-Hub. Ich habe langsam irgendwie die Vermutung, dass es daran liegt. So, Spiel starten, neues Spiel. Und dann geht's jetzt los. Excellent, Mara. You're becoming very adept at using the Force to anticipate my actions.
Someday that insight may save your life. What's going on? Das Captain Gatarn, report to Ops immediately. Captain Gatarn, report to Ops immediately. Commander, what's the situation? We detected two asteroids approaching our atmosphere and thought they'd break up on contact. We became alarmed when they took up a geosynchronous orbit and began bombarding our shields. Oh. They appear to be some sort of new Imperial weapons, disguised as asteroids to take us by surprise. Looks like they were successful. It's not something you typically see in an asteroid. Sir, our long-range outpost on Delta III has picked up an Imperial strike force entering hyperspace. Using their last known course and speed, we estimate they will arrive within 3 hours. We can't get our evacuation shuttles off the ground with those asteroids pinning us down. And once the primary force arrives, we're done for. Sensors detect Imperial ground troops landing just outside our shields. Send squads 2 and 5 to Blue Sector. Tell all troops to prepare for ground assault. We still have a chance. I'm gonna see if I can borrow a shuttle from our visitors, then I'll see what I can do about those asteroids. I'm going with you, you're gonna- No, Mara, I need you to stay here to coordinate the base defenses. I'll signal you when it's clear to begin the evacuation. Better make it fast. We have less than 3 hours. And Gatarn. Yes? Good luck. Thanks. I have a feeling I'm gonna need it. Imperial troops have entered the base. Repeat, Imperial troops have entered the base. Oh!
lost sight of him, sir. Ich hasse das. Ich vergesse manchmal das Mikrofon anzustellen. Scheiße. Das muss ich noch üben. Danke, Schraubi. Danke, Schraubi. Shit. Was habe ich denn gerade gesagt? Ich stelle das nochmal nach. Also, ich gehe jetzt nochmal hoch. Nein. Hier ist ja gerade dieser A-Wing runtergefallen. Es hat Bumm gemacht. Dann bin ich hier gewesen. Ey, das ist so bekloppt. Scheiße. Scheiße. Nur weil ich Nase putzen musste. Oh, und dann habe ich vergessen, diesen Knopf hier zu drücken. Und dann ist die Maus ausgefallen. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Mist. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal von vorne anfangen, ne? So bescheuert. Ah. Egal, wir machen jetzt weiter. Das war jetzt ein blöder Anfang. Also an alle, die das sich jetzt nachgucken, es tut mir leid. Wahrscheinlich haben auch schon die Hälfte der Leute ausgeschaltet. Ey, das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Oh, was, bumm? Okay. Wie viel sind denn da? Oh, da war ein Raumschiff. Oh, ich sollte da vielleicht nicht einfach so rauslaufen. Also, was ich vorhin noch gesagt habe, schönen guten Tag, Schraubi. Ich freue mich, dass du dir den dritten Teil der Reihe jetzt... Dass du den dritten Teil der Reihe erleben darfst. Weil du ja jetzt gerade frisch und pünktlich... in den Chat gekommen ist. Warum ist da einer? Ich weiß es nicht. Was? Terra, mach mal ASMR? Wieso? Warum? Bin ich so beruhigend? Warte mal. Wie kann ich denn da jetzt hochspringen? Nee, das war Speed. Das war Sicht. Ah ja. Ich muss erstmal wieder die Knöpfe zusammenkriegen. Ist ein ganz schön ekelhaftes Bild gerade, ne? Komm ich da hoch? Oh, das ist ein Geheimversteck! Wie geil ist das denn? Oh! Das war jetzt Kacke. Ich habe mich ja fast umgebracht. Scheiße! Warum habe ich dann plötzlich einen Raketenwerfer in der Hand? Na super. Ja, ich habe eine beruhigende... Das ist wirklich ja schon mal schön, das zu hören. Irgendwie ist das ja schön. Da kann man dabei einschlafen. Schraubi, wie du schläfst ein. Nein, alles gut. Ich finde es ja irgendwie schön, dass es so gesagt wird, dass ich eine angenehme Stimme habe. Das war nicht immer so. Ich bin auch ehrlich gesagt etwas froh darüber, dass ich das so entwickelt habe. Hat. Weil früher hieß es, ich klinge wie ein gequältes Eichhörnchen. Und da bin ich ganz froh, dass sich das dann doch irgendwo verwachsen hat. ist das da zufällig Leben? Health Pack. Ja, super. Okay, das ist ja schon mal schön. Na, dann gehen wir da mal hoch. So, ich glaube tatsächlich... wow, wie gruselig! Du bist sehr gruselig, Typ. Sehr, sehr gruselig. Und jetzt hänge ich hier.
Komischer Typ. Habe ich das Laserschwert? Oh. Okay, ich habe ein Laserschwert. Das heißt, ich kann hier rein. Und dann gehen wir hier mal durch. Lauf! Oh, wie ich das vermisst habe. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich habe irgendwie die ersten zwei Star Wars Teile, ne? Die fand ich so geil. Und jetzt den dritten Teil der Reihe zu spielen, ist irgendwie schön. Und der hier erinnert so ein bisschen an den zweiten. Oh Gott, wie viel sind denn da? Oh oh, oh oh. Ja, ja, ja. Weißt du, drumrum stehen tausende von diesen, von den Guten. Und wo schießen sie natürlich drauf? Auf mich, weil ich der Einzige mit Lebensbalken bin. Ich glaube, das wird sein. Okay, jetzt sind sie alle tot. Was ist das für ein Geräusch? Okay, da ist gerade ein Raumschiff gestartet. Das ist ja schön. Nee, jetzt nicht mehr. Milro aus Perfekt? Milro? Wer ist Milro? Ah! Hilfe! Okay, ich muss sowieso von vorne anfangen. Habe ich es nicht gesagt? Soll ich nicht gleich von vorne anfangen? Ist doch super. Ich habe vergessen zu speichern. Scheiße. Egal, dann machen wir das nochmal. Ja, herzlich willkommen bei Star Wars Jedi Mystery of the Sith. Keine Ahnung. Okay, machen wir das nochmal. Das war jetzt natürlich dämlich. Das war sehr dämlich. Oh! Runterspringen. Von da hinten kamen welche. Okay. Hier sind auch noch welche. Das heißt, wir schießen sie einfach mal ab. Sehr schön. Mikro. Ah. Ach so, Mikro aus Perfekt. Schraubi, komm mir mal hier rüber. Dann siehst du, glaube ich, nur noch Sterne. So, hoch da. So, machen wir mal ganz schnell, wie sie es haben wollen, das Tor zu. So, der ist tot. Bumm! Haben doch tatsächlich die Bomber noch das Tor kaputt gemacht. Was ich mir allerdings mal angucken möchte. Oh, wie cool das aussieht. Da ist ein A-Wing. So, und jetzt ziehen wir hier mal am Hebel und dann passiert nämlich das hier. Da unten sind welche. Hui! Oh nein, oh nein, oh nein! Und bumm! Super! Ich liebe Explosionen in Spielen. Ich weiß nicht warum. So. Da hinten war ja der kaputte Fahrstuhl. Den müssen wir uns nicht nochmal angucken. Deine Waffe sieht aus wie... Ah! Wie eine Duracell-Batterie. Jetzt, wo du es sagst... So, die Ähnlichkeit ist irgendwie da, ne? Bei dem Blaster hier. Bei dem hier nicht, aber bei dem hier. Das hier könnte eine Warta-Batterie sein. Das hier ist eine Duracell. Das ist eine Warta. Hm. Wir machen keine Werbung hier, ne? Das ist alles werbefrei. Sag mal, Schraubi, hast du schon davon gehört, dass schon wieder die Landesmedienanstalten rumgehen? Dass schon wieder ein kleiner Streamer um Geld gebettelt wurde? Finde ich schon krass. Ich hoffe, die niedersächsischen Landesanstalten kommen nicht irgendwann mal auf die Idee. Weil ich sag mal, so 100 Euro für ein Jahr Stream finde ich schon viel dafür, dass du da damit kein Geld machst. So, hier war ja jetzt dieses Geheime. Oh Gott! Hm, da ist er gerade abgestürzt. Ich finde das genial. Und diesmal habe ich nicht so viel Leben verloren. Hashtag Werbung. Hashtag Therapy. Therapy? Also Schraubi, ich wüsste ja, wie du mich unterstützen kannst. Drücke einfach unten auf den Spendenknopf. Nein! Mann! Lass mir doch meinen Spaß. Boah, wieso trifft man die denn nicht? Okay, der ist tot. Ich glaube, ich nehme mal das Laserschwert. Gute Idee, oder? Oh, der ist mir gerade in den Laser gesprungen.
Na super, ist da hinten was? Na, es sah gerade so aus. Okay, da ist nichts. Nee, nur mit Drachenlord. Nur, okay, gut, dann eben so. Also, von mir aus. Oh, stirb! So, jetzt haben wir die auch weg. Eben mal kurz heilen. Jetzt muss ich auch speichern. Das darf ich nicht vergessen. Sonst ist da wieder gleich das Problem. Erinnere mich bitte dran, mal zu speichern. Welchen Knopf muss ich da eigentlich nochmal drücken? Ich drücke jetzt mal gar keinen Knopf. Wahrscheinlich hängt sich sowieso gleich wieder die Maus auf. Weil das Menü irgendwie fehlerhaft ist. Terra, nennen wir das einfach mal. Und jetzt teste ich mal, welcher Knopf es ist. Das war's nicht. Game Quick Save. Okay, das ist F9. Mann, ey. Das waren jetzt aber viele Typen. Alt F4. Nein! Jetzt ist er sauer, der Schraubi. Alt F4 ist kein Speichern. Freunde, lasst euch vom Schraubi nicht in die Irre führen. So. Dann wollen wir mal. Buff. Dann sind wir auch wieder voll aufgeheilt. So, F9. Doch. Alt F4. Nix. 9. Alles klar. Ist das da zufällig? Kann ich da rein? Also jetzt nur mal so. Okay. Nein. Kann ich nicht. Ich bin zu dick. Schön, dass ich es mal einsehe. Ich muss abnehmen. Huch. Wo komme ich da hin? Locked. Okay, das ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel finden. Uah! Toll, da hat er auch noch eine andere Waffe. Bist du bekloppt. Jetzt haben wir die auch schon. Sag mal, wie schnell kommt man denn hier an andere Waffen? Lasst die Rebellen in Ruhe. Oh, dann springen die auch noch vor meiner Flinte rum. Ist denn das denn die Möglichkeit? Oh, was liegt denn hier? Ist das eine imperiale Einheit? Ich glaube ja. Ah, blaue Keycard. Alles klar. Also, wir haben jetzt schon mal den Schlüssel gefunden. Oder den Powerknopf. Dann schaltet sich ja gleich der Computer ab. Dann ist auch der Stream weg. Toll. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist das für eine Waffe? Die ist neu. Die kenne ich nicht. Auf jeden Fall trifft die besser. Oh. Oh, die lädt sich auf. Das ist ja cool. Du sagst zu dick. Auf einmal kommt die Fette von den Wollnis. Oh. Oh, nee. Nee, nee. Weißt du, ich bin mehr so ein schlanker Typ, also... Wenn die Leute irgendwo zu dick sind, ne? Also, da habe ich ein bisschen Angst, dass man mich platt macht, weißt du? Aua. Ja. Ich habe ja nichts gegen Dicke oder so, aber wenn die mir zu nahe kommen, mag ich das gar nicht. Oh nein! Okay. Ist ja nicht böse gemeint. Ist nur eine Feststellung von mir. Wo muss ich denn jetzt hin? Kommt man da hoch? Ich probiere es mal.
Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Ge... Da oben war was. Was war das? Es war irgendwas, was ich haben will. Das war... Oh! Was habe ich da jetzt? Unendlich Munition? Nö, verstärkte Munition. Was war das? Hä? Wieso habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Okay, wir sind im nächsten Level-Abschnitt. Na, das trifft ja wieder. Warte mal. Was? Dann steht der neben mir und die machen nichts? Wow, die NPCs hier sind so schlau, wirklich. Das gefällt mir. Die sind genauso doof wie ich. Hier waren auch noch welche, das war ein Hinterhalt. Kann ich eigentlich Licht... Hupsi! Ich glaube, hier hinten ist tatsächlich nichts, ne? Das ist irgendwie ziemlich zusammengebrochen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder im Bus? Tür tot. Autsch! Wie schafft man denn das? Zwischen die Tür? Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, das kriegt die Tür nicht hin. Nee. So schmal bin ich jetzt auch nicht. Ich bin zwar, ich sag mal, leicht untergewichtig. Bin ich aber eigentlich ganz froh drüber. Das ist besser, als zu dick zu sein. Man passt überall rein. Man kann aber auch ganz schnell platt gemacht werden. Das ist ein Nachteil. So, der ist tot. Super. Wir haben eigentlich fast volles Leben. 3 Terra disst sich selbst. Na und? Dann mache ich das eben. Aua. Voll in die Explosion gelaufen. Nee, gegen und. Kreisverkehr. Ach, der Kreisverkehr. Es gibt noch einen anderen Kreisverkehr. Aber ich glaube, den verwechsel ich. Boah, die gucken mich ja an. We've lost control of just about everything. But if you can get to the communications room, you can jam their sensors so they won't know you're coming. Okay. Communication. Communication room. Okay, der ist ein bisschen tot. Hä? Verfolgen die mich? Oh, ne. Ernsthaft? Ich habe da jetzt so einen Typen hinter mir, der nicht mal weiß, wie man durch eine Tür geht. Hä? IQ, ja, genau, mein IQ ist bei 3, richtig. Oder der von dem Bot, besser gesagt. Von der KI. Oh nein! Die schießen da gerade auf eine Leiche. Ist das so normal? Okay, der ist weg vom Fenster. Minus 3, Junge! Captain Katarn, we've lost power to this section. We need you to get to the generator and switch us over to auxiliary power. Aha, okay. Die Tür ist zu. Wir gehen mal nach hier. Ach du Scheiße. Hier ist ja richtig Party! Also ich muss ganz ehrlich sagen, so zum Auftakt, ne? Ist das hier echt krass mit Gegner bestückt. Das war beim ersten und beim zweiten Teil nicht so schlimm im ersten Level. So, jetzt habe ich auch noch die Bazooka.
Oh nee. Das gibt's doch nicht. Wie viel sind denn da jetzt schon wieder? Ist ja schön, dass sie wieder mal nicht auf die Gegner schießen. Ey, das ist einfach nicht wahr. So. Wie viel kommen denn hier noch? Das ist unglaublich. Das ist hier echt gut bestückt. Ja, Leichenschändung. Kann man auch so nennen, wenn man die ganze Zeit die Munition abgräbt, ne? So. Hilfe! Boah, dieses Licht. Also wenn ich jetzt Epileptiker wäre, wäre das schon schlecht. Diese Lichtverhältnisse hier. Ich habe keine Munition mehr. Das finde ich ja schon mal schön. Was ist das hier? Das sieht aus wie der Generator, ne? Das könnte der Generator sein. Okay. Na toll, jetzt muss ich mich auch noch beeilen und zum Südtor. Ah ja, jetzt ist die Tür offen. Ist die Tür da hinten jetzt eigentlich auch offen? Würde mich gerade mal interessieren. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Oh, da ist was. Gibt's hier auch noch was? Hui. Nö. Also, ich muss tatsächlich wieder zurücklaufen. Super! Wenn die sich bewegen, trifft man nicht. Finde ich ja auch schon mal schön. Das ist kein Hangar. Ach, die haben wieder nicht geschossen. Ich finde das einfach toll. So, jetzt geht diese Tür hier bestimmt auf. Was hat da jetzt Bumm gemacht? Nein! Mich hat die Rakete erwischt. So ein Mist. So, hier ist Munition. Railgun. Da ist ein Gitter. Komme ich da rein? Oh, super! Wir haben ein Secret gefunden. Ich liebe Secrets. Muss ich hier vielleicht noch irgendwo hin? Nö. Alles klar. Oh, ein AT-ST! Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Scheiße, ich bin tot. Ich glaube aber, ich habe ja eben gerade gespeichert, von daher. Ach, hier habe ich gespeichert. Hm. War vielleicht doch nicht so ratsam. Jetzt bin ich auch noch im falschen Loch abgestiegen. Den AT-ST muss ich tatsächlich so zerstören mit dem Raketenwerfer. Toll. Okay, die habe ich jetzt hier aber weggeschnetzelt. Wie als ob es nichts Besseres gäbe. So, zwei auf einmal, das ist auch schön. So, dann lass uns hier wieder reingehen. Kurz speichern. Wuhu! So. Ich bin ein richtiger Könner. Naja, Könner. So,
Speichern. Nein, das ist eine Bombe. Rakete. Na los! Jetzt ist das Ding Schrott. Ist das da? Ah ja. Da steigt jetzt sogar der AT-ST-Mann aus. Wie cool ist das denn? Hm. Ach ja, stimmt. Hä? Okay. Wo genau komme ich jetzt hier hin? Bagdad-Tank. Hä? Wo? Na los! Ich glaube, ich bin tot. Ja, das war schon klar. Abgestiegen wie der HSV. Oh Mann, das ist aber böse, du. Sei mal froh, dass gerade keine HSV-Fans hier, aua, in unseren Reihen sitzen. Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Bumm! So, jetzt nochmal hier hinten in der Ecke gucken. Also es war anscheinend ja schon mal richtig gewesen. Oh mein Gott! Okay, das Hangar ist es ja auch nicht. Also ich muss tatsächlich da hochklettern. Das war also richtig. Na gut. Dann wollen wir mal. In unser Vergnügen. Und dann unser Verderben. Je nachdem. Da oben gibt's doch was, oder? Mal sehen, wie hoch ich springen kann. Da war nix. Okay. Da fragt der Schraubi auch noch, ja, warum? Weil sie sich dann vielleicht ein bisschen aufregen? Ich würde es nicht riskieren. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Wie? Aua. Ich musste da tatsächlich so durch. Nochmal? Wollt ihr mich irgendwie veräppeln? Ah! Was ist jetzt passiert? Hä? Ach so. Da war die Mission zu Ende. Wow, Okay. Wow, wir haben 2 Sterne dazu bekommen. Wir haben 4 von 6 Secrets erreicht. Und wir haben einen neuen Follower. Verzeih mir, wenn ich das jetzt... Ich spreche das höchstwahrscheinlich falsch aus. Erstmal herzlich willkommen, Tim... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte das Timchen heißen oder... Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Aber erstmal vielen herzlichen Dank für deinen Follow und schön, dass du dich wohl bei uns hier in der Runde fühlst. So, ja, 2 Sternchen haben wir. Und, ah ja, jetzt können wir das hier natürlich noch auf Heilung packen.
Das geht noch nicht. Okay. Projektion. Push. Push, push. Es reicht, Tim. Okay. Hallo, Tim. Dann bin ich, ja, beruhigt, dass ich dich Tim nennen darf. Das ist schön. Pull war, glaube ich, ranziehen. Speed. Und ja, Push. Ja, komm, wir machen. Ja, komm, wir machen das so. Und dann irgendwann müssen wir dieses Heilung noch dazu nehmen. Und okay drücken. So, zweite Mission. Das ist die gelandet ist. Buff. Stand es. Heute da. Und dann langsam, ich sag mal, gelandet. Ja, damals war das sehr aufwendig. Na, das sieht ja hier nett aus. Ziemlich dunkel hier. Da ist was. Ich glaube es nicht. Ich finde schon wieder ein Secret. Da ist bestimmt auch noch was. Moment. Das könnte der reguläre Weg sein. So kann man nochmal die Karte aufmachen, alles klar. Die Frage ist ja, wo muss ich jetzt lang? Muss ich hier lang? Oder sollte ich vielleicht hier durch diesen Schlitz gehen? Ich glaube, wir probieren es hier lang. Bruderkopf auf Tastatur geschlagen. Nicht ernst nehmen. Okay. Der Schraubi wieder. Ho! Wo war das? Natürlich. Jetzt haben wir hier wieder Roboter. So Roboter sage ich schon. Druiden. Okay, ich wäre hier rausgekommen anscheinend. Oder? WTF. Okay, man erkennt nicht sehr viel, aber da unten laufen auf jeden Fall ganz viele Sturmtruppen lang. Und das sieht ein bisschen aus wie ein Damm. Und da ist ein Haus? Na, es kann alles sein. Okay, wir müssen also irgendwie da runter, ohne dass wir uns gleich alle Knochen brechen. Gehen wir mal hier lang. Hopp, 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 hopp! Wo? Bumm. War da noch irgendwo einer? Ich hab mich ja nur leicht erschrocken. Boah, wie viel sind denn das? Ja, komm. Wechseln wir mal das Gewehr. Ich hab so viel Munition verschwendet. Unglaublich. Ist da einer drin? So wie es sich anhört, ja. Guten Tag. Wow, er ist sehr intelligent. Er schießt gegen die geschlossene Tür. Okay, das ist ein Fenster davor. Da muss ich jetzt irgendwas finden, okay. Nehmen wir mal ein bisschen eine Lichtspender. Oh nein! Nicht schon wieder. Oh, 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 oh. Okay, den habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe irgendwas zerstört. Das ist schon mal gut. Diese Kameras gehen mir auf den Keks. Los! Oh, triff! Geht doch. Was? Ich hoffe immer noch auf einen Jumpscare. Ja, damit ich mich erschrecke, ne? Du Kleiner? Du Kleiner? Ich sag's nicht. Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ich glaube, es hätte irgendwas mit Gnomen zu tun. Was ist das? Oh, ein Secret. Ist das hier eine Goldader? Terra, du hast da Gold übersehen.
Das wäre jetzt irgendwie das passende Kommentar dazu. So, ach so, mehr war das hier nicht. Es war einfach nur eine Stelle, wo ich hin konnte. Alles klar. Natürlich. Ich kenne dich ja mittlerweile langsam, ne? Er ist immer schadenfroh, der Schrauben. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken! Scheiße! Oh, schön. Ich glaube, das war dein Jumpscare. Boah. Nicht schon wieder! Ich bin tot. Ah, Terra, du hast Gold übersehen. Ja, schön. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich das jetzt hier schon abgegrast? Ja, bei dem Speicherpunkt hatte ich es abgegrast. Puh. Was macht das Ding da unten? Du gehörst hier nicht hin. Das passt irgendwie nicht zum Level-Design. Oh ne, du auch noch. Schön. Ey. Wie viel hält das Ding aus? Okay, es ist, glaube ich, platt. Mann, Mann, Mann. Yay, bestes Spiel, sogar mit Tod. Ja, danke. Ich freue mich irgendwie, dass es dir gefällt. Mir gefällt es ja auch. Aber dass ich mich so erschrecke, nur weil so eine blöde, verquanzte Rakete auf mich zufliegt... das darfst du keinem erzählen. Wirklich nicht. Also das muss unter uns bleiben, Schraubi. Und natürlich Tim. Na, wir drei, ne? Wir wissen darüber Bescheid, aber mehr auch nicht. So, alle tot. Wunderbar. So lobe ich mir das. Und, Quicksave und Uppala! Dieses Spiel macht mich noch fertig. Ich glaube, das ist schlimmer als Resident Evil. Ich hab so das Gefühl. Oh nein! Nicht schon wieder irgendwas, was auf mich schießt. Wo kommt das? Wow! Willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Wo ist denn da was? Ja, genau. Schieß nach unten. Ja, ja, ja. Ich bin fast tot. Genau. Ist ein bisschen problematisch. Ich habe mich jetzt extra gerade, umgebracht. Dann spiel Bus-Simulator. Clip XD? Nein! Du hast einen Clip gemacht. Ja, der Schraubi macht gerne Clips. Wobei früher, es gab noch einen, der hat auch solche Momente geklippt, wie beispielsweise bei The Evil Within. Der gute Fleckesch, ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Wow! Nein! Nicht so weit runterfallen. Puh. Wo die Granate einfach mal daneben fällt und ich mich frage, warum bist du nur so blöd, Terra? Sind sie alle tot? Wow. Sieht nicht so aus. Get dead.
Oh, er hat es Get Dead genannt. Hä? Hallo? Hallo? Geht das Ding überhaupt kaputt? Es geht kaputt. Das ist ja schon mal ein schönes Gefühl. Bumm! Oh! Sie schießen alle auf mich. Ich komme hier noch durch. Okay, erstmal speichern. Clip! So, durchlaufen! Ich bin Arzt! La 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 la. Ich weiß gar nicht, geht diese Tür hier überhaupt auf? Nein, es geht glaube ich nur die Tür auf. Ich bin tot! Yay! Yeah, ich habe mich gefreut! Schade. Lauf! Lauf, lauf, Terra, lauf herum! Lauf, lauf, Terra! Du bist gar nicht so dumm! Die Tür ist zu. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Ich muss tatsächlich alles abmurksen, was da ist. Ernsthaft? Das macht das Ganze nicht gerade leicht. Aber... Shit! Voll reingelaufen! Ja, nee, Spaß. Du kannst ruhig einen Clip machen. Also, Schraube, ich hab da nichts gegen. Täusch dich nicht immer von mir. Gerade solche Momente, da leben wir von. Oh, Volltreffer. Da oben ist auch noch so ein Ding, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Das ist zu hoch. Vielleicht da? Hm. Ich weiß leider nicht, wo ich noch gucken muss. Da oben? Schön. Mal gucken, ob das trifft. Ernsthaft? Ich wollte schon sagen, dass das, wenn das jetzt getroffen hätte, dann hätte ich aber mehr als nur einen Hut gezogen. So, da hinten müssten eigentlich... Oh, das war ein bisschen tief. Warum schießt das Ding jetzt extra nach unten? Damit ich wahrscheinlich gleich keine Munition mehr habe. Nein! Oh Mann, dieser letzte bekloppte Typ. Du bist gar nicht so dumm, noch dümmer. Hab mir gerade den... den Arsch abgelacht. Er hat sich gerade den Arsch abgelacht. Huch! Ja, super. So liebe ich, wenn man Spielstände lädt. Na! Wow, knapp getroffen, aber doch daneben. So, da oben, da ist so ein Geschütz, was ich gerne abknallen will. Oh, das hat tatsächlich schon gereicht. Nein!
Mensch! Was? Oh nein. Da oben? Ich finde das toll, dass man da so viel sieht. Ah ja. Der Typ namens Schraubi hat gerade festgestellt, dass ich da Red Dead Redemption 2 als Hintergrund habe. Ja, da recht. Stell dir vor, ich habe Geschmack. Ich habe das Spiel auch in meiner Spielebibliothek. Ich weiß nicht, nennt man so, ne? Bumm. Es werden stetig weniger, aber ich habe auch immer weniger Leben. Was? Noch mehr? Achso, das Ding ist noch heile. Wahnsinn. Von wo kommt das denn? Achso, das war ein Roboter. Ein Droide. Ich sag immer Roboter, es ist aber ein Droide. Wobei Droide und Roboter ist doch fast das gleiche, oder? Okay, nehmen wir mal. Nein. Bumm. So, das Ding ist jetzt auch Schrott. Ich hab sie alle vernichtet. Ich habe aber auch überhaupt gar kein Leben mehr. Davon mal abgesehen. 4 Leben. Ein Schuss und ich bin tot. Mission complete? Warum kriege ich jetzt... Hä? Warum macht der immer so... Muss ich da hochspringen? Ich laufe mal hier mit dem Laserschwert rum. Einfach nur zu gucken, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Auf PS4? Ja. Kuss geht raus, no homo. Muss ich da vielleicht hochspringen? Na toll. Oh Mann! Jetzt ist da oben wieder so ein Depp. Oh, ich bring mich selber um. Ist das nicht schön? Hä? Wie um alles in der Welt komme ich da jetzt hin? Will mal jemand sagen, wie ich hier weiterkomme? Johnny Depp. Ich meine, ich habe hier eine Menge Typen vernichtet. Hat hier vielleicht einer irgendwie eine Karte verloren? Man sieht das hier auch so extrem gut. Ja. Nachtvision. Das könnte vielleicht was bringen. Was ist das? Eine Batterie. Was ist das? Eine Knarre. Muss ich die vielleicht kaputt hauen? Hä? Was ist gerade tot umgekippt? Hä? Ey, das gibt's doch nicht, nur weil ich in die Luft springe.
Ich bin mal kurz duschen. Ja, Schraube, ich denke mal, das wird sowieso noch ein bisschen dauern. Dann dusch mal schön. Wasch dir den Schmutz ab. Das begreife ich nicht. Muss ich vielleicht kaputt schießen? Ich meine, ich habe hier so ein paar schöne Teile. Und dann macht man einfach... Ach so. Das bringt nichts, ne? Irgendwas? Müssen wir mal gucken. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir noch machen müssen. Ja, ich muss zurück ins Spiel. Moment. Fakt ist, ich muss da rein. Die Frage ist nur, wie? Der ist tot. Ist auf der Seite vielleicht noch was? Nö. So, der hat sich umgebracht. Geht trotzdem nicht auf. Hä? Hätte ich wohl doch mal aufs Springen gehen sollen, was? Hm, das bringt mich natürlich um. Was soll ich auch anders machen? Boah, was ist denn hier kaputt? Hm. So schnell ist keiner irgendwo. Spiripi, spiripo. Die schnellste Maus aus Mexiko. Spiripi, spiripo. Nein, ich spring! Ich drücke mal den Knopf. Drück den Knopf auf den Knopf. Da oben ist noch was. Hä? Das war das immer noch nicht? Aber was soll es denn noch sein? So, jetzt habe ich diese Knarre. Oh Mist! Ma! Das regt mich langsam auf. Thank you.
So, der Typ da muss mich irgendwie bemerken. Am besten, ich knall ihn so schon mal nicht ab. Jetzt läuft er schneller. Willst du mich verarschen? Na, wo bist du? Come on, please. Come on, please. Rakete. Ah, toll. Das bringt mir jetzt ja wirklich sehr, sehr viel. Wie soll ich... da hinkommen? Muss ich jetzt, vielleicht... Nein. Da haben doch gerade Augen geleuchtet. Ach, na gucke mal einer, schau. Ah, da ist ja auch noch was drauf. Okay. Hier muss irgendwo eine Schlüsselkarte sein. Die Frage ist nur... wo? Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich mal da rein. Hm. Sehe ich irgendwie nur das Gleiche. Mist! So. Okay, das geht nicht. Die Frage ist ja, wie komme ich hier weiter? Das ist hier auch wieder so eine Stelle. Okay, das hat nichts gebracht. Außer, dass ich noch mehr Fragezeichen zeige. Es kann ja eigentlich nur sein... War das vielleicht das Teil? Hier ist genau das Gleiche, dass die Tür nicht aufgeht. Aber was soll es denn noch sein? Autsch!
Das mit dem Hm, das passt irgendwie so gut. Aber trotzdem ist das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Da ist noch eins. Die Tür war gerade offen. Die Tür war gerade offen. Momentchen mal bitte. Jetzt ist die Tür offen. Da ist irgendwo ein Sensor, der den Alarm anstellt. Und das ist das Problem, weswegen die Tür zu bleibt. Ich muss mich unsichtbar machen. Hä? Warum? Muss ich vielleicht einfach warten? Könnte das irgendwie mit diesem Einzugsbereich da zu tun haben? Warte mal. Wir laden nochmal. Immer an der Wand lang bringt ja auch nichts. Warum? Hier geht jetzt mittlerweile die Tür auf. Warte mal. Was ist, wenn?
Leben die noch? Nein. Sind alle tot. Hier müssen doch noch irgendwo Sensoren sein. Ich kann das nicht so richtig erkennen, was da drin ist. Aber ich glaube, ich muss da was treffen. Aha! Na geht doch. Terra ist stumm? Wow! Ehrlich gesagt bin ich gar nicht stumm. Meine Fresse, war das eine Kacke hier. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man da was kaputt schießen muss. So. Die habe ich ja schon mal hier ziemlich umgebracht. Ha! Nein. Bumm. Ist ja super, wie mich das gerade erwischt hat. Das finde ich nicht lustig. Oh. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder mal den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich schnell laden. Machen wir das eben nochmal. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie man da reinkommt. Das war ja wirklich ein bisschen bescheuert. Also man muss sich hier eine Waffe schnappen und dann da reinschießen. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Jetzt ist der Alarm auch aus. So, und jetzt? Boom! Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der 9 Millionenste Kunde. Aha, jetzt macht man hier sogar die Fenster auf. Alles klar. Schraubi feiert das mit der RD2 als Hintergrund. Das Spiel ist auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Hab sogar schon mal überlegt, das vielleicht mal so im Stream anzuspielen. Aber irgendwie... So, jetzt haben wir hier beide Fenster offen. Aber das wäre ein bisschen viel des Guten, muss ich sagen. Ja! Er würde sich total freuen. So. Da oben ist was. Ich habe eine Rüstung gefunden. Yes! Yes, we can. We can find... What the fuck? Okay. Wir haben jetzt erstmal ein volles Waffenarsenal. Und Granaten. Und Munition. Und... Wow, cool. Was war das für ein Geräusch? Das war Geräusch. Hä? Das Ding machen wir mal Schrott. Hoch da. Ey, ich will hoch. Oh, da war wieder mal Druide.
Oh, das ging jetzt diesmal aber ein bisschen einfacher. Da oben ist noch eins. Wow, wow. Mensch. Hä? Hier ist schon wieder Gold. Mann, dieser Phaser-Tritt geht aber... Den GRDR online. Nö. Jetzt doch nicht. Ich... Wow, wow. Wo kam das her? Vor allem das Schönste ist ja mal ein Online-Spielen, dass ich sie kaum spiele. Das ist immer so mein Problem. Ich muss da rüber. Alles klar. Herr Kommissar, das probieren wir doch mal. Juhu! Boah. Ein Bacta-Tank. Und da geht's hinunter. Hier ist noch mehr Gold. Okay, warum kann man da eine Bombe zünden? Ich frag gar nicht. Hui! Autsch! Schöne Explosion. Wirklich sehr volltrefflich. Ihr seid alle tot. Oh! Hier sind Fighter. Hilft die Wand! Und da sind Piloten. Das sind nämlich die Leute hier in Schwarz gekleidet. Mann, oh Mann, oh Mann. Was kann ich da? Kann ich da irgendwas machen, zufällig? Da ist eine Konsole. Kann ich da einsteigen? Hätte mich jetzt gewundert, aber irgendwie cool, dass diese hier drin sind. Meine ich online? Meine ich jetzt? Nee. Okay. Nein, du meinst nicht jetzt, aber irgendwann. Alles klar. Ist doch gut. Ich nehme dich manchmal auch ein bisschen auf die Schippe. So. Wow. So wie du mich auf die Schippe nimmst, nehme ich dich auch auf die Schippe, Schraubi. Was? Ein AT-AT, der hier im Blauen steht. Okay. Och, ne. Och, ja, schön. Schön, dass wieder Raketen fliegen. So, schön tot. Und du bist auch tot. Mann, oh Meter. Also wenn ich mal so bedenke, der vorherige Teil, ne, der war nicht so actiongeladen. Ich finde den hier echt krass. Oh. Ja, was? You have no ammo for this blast? Ter... Jetzt aber wahrscheinlich. The Blaster... The Blast Cannon. Hm. Warum geht das nicht? Komme ich jetzt hier unten aus dem Tor raus? Nee. Ich habe jetzt eine Keycard. Ist diese Keycard zufälligerweise für diese eine Stelle? Für diese eine berüchtigte Stelle, wo ich vorhin nicht reinkam? Meine Güte. Oh, ist das aufmerksam. Fahren wir mal hinunter. Ja. Oh! Na los, schieß! Ja! Das Ding hat sich gerade selber zerstört. Ha! Jetzt fährt da der Fahrstuhl runter.
Muss ich dazu? Da muss ich drauf springen, ernsthaft? Ich kann mir vorstellen, dass ich da drauf springen muss. Das ist der einzige Weg, es herauszufinden, wenn ich runterspringe. Wollen wir es wagen? Wir müssen es wagen. Und lauf! Alter, es hat funktioniert. Fahren wir mal gerade nach ganz oben. Weil ich nur mal gucken will, was es hier so gibt. Nix. Okay. Fahren wir ein paar Mal hoch und runter. Ist auch ganz cool. Ja, komm. Ich will wieder runter. Wir essen zeitig. Boah, ey. Mann! Wie viel sind denn hier? Ich will mich auch mal wieder beruhigen. Ich brauche Leben. Oder das hier. Oder das hier. Das war jetzt gerade gut. Okay. Das imperiale Zeichen. Ich finde immer so vom Verhalten her ist Star Wars so ein bisschen wie... Wie damals... Oh! Wie damals so ein bisschen die Nazi-Zeit, ne? Wenn man, das sieht man so ein paar Parallelen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil auch überall diese Zeichen hängen. Stoß, Stoß! 3. I wonder what that did. Ich habe gerade irgendwas aktiviert. Hä? Was habe ich denn gerade aktiviert? Ah ja, ich habe ja alle Kameras kaputt gemacht. Also sehen sie mich ja nicht mehr. Someone's coming. This is a restricted area. Looks like I've got company. Oh! Muss ich da jetzt drauf springen? Ho! Anscheinend ja. Wo? Mal gucken, wo ich jetzt lande. Ich habe ein bisschen Angst. Boah, es wird duster. Okay. Bumm! Los, geh kaputt! Ich mag sowas nicht. Das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus. Habe ich mir gerade ausgedacht mit den Kreuzflaggen. Kennst... Achso, du hast dir das gerade ausgedacht. Okay, das wusste ich nicht. Also bist du... Hast du das erfunden, oder? Was muss ich jetzt hier machen? Hä? Okay, hier ist ein Durchgang. WTF, was passiert jetzt? Aha. There's no way he survived that fall. Base, this is TK-8252. We have eliminated the intruder. Repeat, we have eliminated the intruder. Out. Mhm.
Also das war tatsächlich das Levelende. Das war aber wirklich jetzt ein bisschen merkwürdig. Und meine Maus hat sich wieder aufgehängt. Yay! Ich hab mich schon gefragt, wann das wieder passiert. Warte mal. Njam, njam, njam. Aua. Komischerweise hängt sich das auch wirklich nur hier ab. Und jetzt hatte ich gerade so eine schöne Anzeige. Neues Schwarm-Update. Oder war kam das schon die ganze Zeit und ich habe es nicht gesehen? Prost. So, was wollen wir denn machen? Farsight, Grip. Springen ist ja wichtig, ne? Im Endeffekt, aber... Grip? Saber? Oh, komm. Das heißt ja, glaube ich, Wurf, ne? Machen wir das mal. Gravity is a harsh mistress. Ja, richtig. Stell dir mal vor, alles würde nach oben fallen. Da müsste man immer eine Leiter holen. Als ob wir da abgestürzt sind. Ja, natürlich. Die haben mich auch gleich wieder gesehen. Voll realistisch. Oh, das war ein Bot. Na, das wird ja lustig. Na los, schießt euch ab. Ihr seid da drin echt gut. Ihn selber abknallen. Ich muss ja bestimmt den Knopf drücken. Oh. Das kam jetzt unerwartet, dass ich runterfahre. Hallo? Alter. Das Ding haut aber auch rein. Wie viel hält er aus? Geht doch. So, ein bisschen Raketenschaden nie, ein paar Granaten auch nicht. Ich benutze ja sowieso im Moment nur die gleichen Waffen. Also, von daher ist es ein bisschen egal. Upsi. Der Blaster trifft nicht. Nein! Oh. Aha. Fährt sogar wieder hoch. Finde ich ja sehr schön. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ah, hier kann ich meine Freunde überraschen, oder? Überraschung. Da kann ich hochspringen. Das wollen wir doch mal testen. Okay, das hat nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Allmählich wird mir das sehr unübersichtlich hier. Geht doch. Was war das denn? Scheiße, ich bin gesprungen. Das wollte ich doch gar nicht. Oh nee, das ist so eine Kacke mit dieser... mit dieser Macht. Ich bin auf F gekommen und da ist er hochgesprungen. Und dann hat er sich, weil er, ich sag mal, hochgesprungen ist, den Kopf gestoßen und ist gestorben. Ah, toll. Das nenne ich ja mal einen sehr vorzüglichen Tod. Ja, die Frage ist, wo geht's weiter? Geht's da hinten weiter oder hier? Ich probier's erstmal da.
Ich würde mal sagen, weil hier keine Knöpfe sind, geht's wahrscheinlich da unten weiter. Ist jetzt so meine These dazu. Ja, das war wirklich ein dummer Tod. Also, das muss ich dir ehrlich sagen, Schraubi. Hui! Was? Was macht das da wohl? Es ist ein Fahrstuhl. Vielleicht muss ich ja... Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal, wo ich hier hinkomme. Okay. Ah, gucken wir da mal. Locked. Das ist wieder abgeschlossen. Da muss ich irgendwann rein. Okay. Oh! Okay. Jetzt haben wir das also schon mal ausgekundschaftet hier. Da geht's ja tief runter. Hilfe! Ah, wo wir aber gar nicht ist. Wow, was für ein cooles Geschütz. Nein! Da unten ist einer? Ernsthaft? Weg mit der Kamera. Ich weiß gar nicht, wofür man da 6 Löcher haben muss. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Raketenwerfer. So. Dann wollen wir jetzt da mal in die Tiefe des Grauens fahren. Oh, wer weiß, was uns hier erwartet. Ich würde einfach mal sagen... Oh! Oh! Hier sind so ein paar Kameras noch heile. Okay, da ist noch ein Fahrstuhl. Vielleicht sollte ich die Kameras doch nicht kaputt machen. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ich habe gerade irgendeine Tür geöffnet. Okay, die sind ja einfach zu besiegen. Da ist die Kamera. Okay. Wie kriege ich jetzt hier die Tür auf? Muss ich vielleicht irgendwelche Knöpfe drücken? Da. Zieh mir doch einfach mal am Hebel. Das war es trotzdem nicht. Okay. Da oben ist eine Klappe. Ah nee, da war ich ja. Da war ich. Da steht jetzt einer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so einfach hier, in diesem Level.
Ich bin der Meinung, dahinter geht's tatsächlich weiter. Ach, gucke mal. Hä? Hä? Wofür ist der Hebel? Da kann ich nichts sehen. Okay. Was würde denn passieren, wenn ich an dem Hebel ziehe? Es könnte natürlich sein, dadurch, dass hier jetzt dieser Hebel gezogen ist, dass sich irgendwas anderes geöffnet hat. Oh, das ist ja hier wirklich... Das ist hier wirklich etwas... Da weiß ich nicht so richtig, was ich von halten soll. Und ich glaube, da oben steht ja jetzt einer, wenn ich das richtig gesehen habe, von der Kamera her. Yo! So. Eigentlich dürfte mir da auf dem Weg ja nicht so viel passieren. Weil wir ja da doch schon ein bisschen auf... Aha. Das ist da hinten gerade zugegangen. Warte mal. Das war eben ja noch nicht offen gewesen. Vielleicht muss ich jetzt tatsächlich oben raus und dann da oben in diesen Bunker, wollte ich schon fast sagen. Müssen wir mal probieren. Vielleicht war ich hier zu früh gewesen. Hui! Es würde Sinn machen. Hier haben wir natürlich schon gut aufgeräumt. Dann ist da dieser Knopf. Und wie sieht's hier oben aus? Ist diese Tür jetzt vielleicht offen? Nein, die ist zu. Autsch. Oder ist da unten jetzt die Tür offen? Weil jetzt ist der Alarm aus. Vielleicht muss das Ding da tatsächlich weichen. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal runter. Da muss ich mich wahnsinnig beeilen. Ich glaube, das was anders wird das nicht gehen. Kann es sein, dass dieser Hebel wieder raus ist? Ja, ist er. So, das heißt, wir müssen uns hier echt sputen. Boah, wenn das jetzt ist, ne? I've got to find a way to disable that control switch. Was? Mach mal Urlaub, du wirst langsam zu Terra. Ih, geh weg! Ja, morgen kommt die Käsefrau. Morgen kommt die Käsefrau? Welche Käsefrau? Habe ich irgendwas verpasst? Control Switch.
Geh kaputt! Geht doch. Wie um alles in der Welt? Ach, warte mal. Ich muss bestimmt wieder was kaputt schießen. Ach so, Quicksave. Entschuldigung! Hoch, hoch, hoch. Jetzt geht's zu, ne? I've got to find a way to disable that control switch. Wie kann ich denn eigentlich laden? Ich glaube, ich muss tatsächlich Escape drücken.
Was würde denn rein theoretisch passieren, wenn ich es wieder runter mache? Dann geht das zu. Nee. Also wenn ich es jetzt gleich nicht weiß, dann kann ich auch den Stream erstmal beenden. Ich meine, es ist ja schon ein wenig Zeit vergangen. Was? Wo ist das eigentlich hier? Das ist doch der Kontrollswitch, oder nicht? Aber... Ich probiere mal was aus. Ob der Hebel vielleicht auch gleichzeitig der Hebel ist, um da die Tür zu öffnen. Was habe ich jetzt gefunden? Okay, ich habe irgendeine coole Waffe. Toll, es bringt mich trotzdem nicht weiter. Jetzt habe ich eine coole Waffe und es bringt mir nichts. Aber warum war jetzt die Tür da offen? So, jetzt ist da hinten wieder diese Tür offen. I've got to find a way to disable that control switch. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Ich meine... Das kann doch nicht so schwer sein, hier weiterzukommen. Warte mal, irgendwie konnte man noch in einem anderen, in ein anderes Menü. Ich weiß nur gerade den Knopf überhaupt nicht. Command? Warte mal, was war denn das für eine Macht gerade? Ist das Zeitlupe vielleicht? Schnell laufen bringt ja auch nichts. Jackie Chan, please? Was? Der Control Switch. Das ist das Ding. Was ist, wenn ich ihn wieder ausmache? Dann ist doch bestimmt die Tür auch wieder zu. Oder? Das Blöde ist, man muss ja mal gucken. Anders kann ich das gerade echt nicht testen. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ah ja, das war ein Jackie Chan-Film. Jetzt ist das doch bestimmt zu, oder? Ja, natürlich ist das zu. Was auch sonst? Wie um alles in der Welt kriege ich das auf?
Ich dachte ja vielleicht... ist dieses Lasergitter auch aus, aber... vielleicht bringt das was, aber das glaube ich nicht. Weil das geht die ganze Zeit zu. Wie kriege ich die Tür nur auf? Dö. Nee, das wird's nicht sein. Hat irgendwer eine Ahnung? Irgendjemand? Ich verzweifle hier. Automatikmodus. Ich könnte natürlich da hinten auch irgendwelche Bomben hinklatschen, aber das würde auch nichts bringen. Ich würde mich gerne beamen, wenn das irgendwie möglich wäre. Nur es bringt mir ja auch nichts. Warte. Ich habe eine Idee. Ob mir die natürlich was bringt, weiß ich nicht. Aber es wäre jetzt nur die Idee, von da oben runter zu springen. Und dann von oben rein. Wäre so eine Idee. Nein, weil da unten ist ja das Loch. So, speichern. Es könnte... ich bin nur von der falschen Seite abgesprungen. Aber... ernsthaft? Ne, du willst mich doch verkackeiern. Aber ich bin jetzt oben drauf. Ich hab eine Idee. Das hat besser funktioniert. Was ist denn, wenn jetzt die Tür hier oben offen wäre? Das ist doch wohl nicht wahr! Dieses Spiel verarscht mich! Ich begreife es nicht. Ich begreife es wirklich nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist die Tür innerhalb von 2 Sekunden zu? Na, nicht mal. 5 Nanosekunden.
Oh nein, nicht schon wieder! Naja, okay, Das ist doch irgendwie... Ich kann ja aber auch nichts kaputt machen oder so. Es kann ja eigentlich nur die Energiequelle von hier kommen. Aber warum? Ich meine, es gibt ja hier nicht mal irgendwie einen Anhaltspunkt, wo man noch hin könnte. Ist jetzt nicht so, als ob ich nichts probieren würde, aber... Wie komme ich da rein? Ich frag mich wie ein Schwein. Aua, Lachkick. Okay. Cool. So schmeißt man Laserschwert. Da waren gerade Minen. I've got to find a way to disable that control switch. Control switch. Was ist für ein Control switch? Ist das diese Lampe hier? Dieses Ding. Anscheinend nicht. Boah, es macht mich wahnsinnig. Das kann doch nicht der... Warte, ich probiere noch was. Das kann doch nicht an dem Roboter liegen, oder? An diesem Kasten hier unten. An Kasten Joe. Wenn das da jetzt auch nicht dran liegt, dann... Ich weiß nicht. Dann gebe ich wirklich heute auf. Weil dann muss ich mir da erstmal einen Kopf machen und muss es... Wow, mal offscreen irgendwie probieren, wenn ich nicht streame. Was es sein könnte. Boom. Armes Robot. Robot Banani. Alles Banani. Ups, ich habe meinen Zug verpasst. Nee, Schraubi, das, ich sag mal so, ich werde jetzt auch wirklich bald ausmachen. Ich muss morgen wieder früh raus, also von daher, das wird nicht mehr leid so lange gehen. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie das geht. Weil irgendwie... Ich habe langsam keinen blassen Schimmer mehr. Hat vielleicht irgendwo eine Keycard verloren und ich habe das nicht mitgekriegt? Aber
Ich meine, es gibt doch hier nichts mehr. Es war das auch nicht. Da ist irgendwas genau drüber. Also, das könnte aber der Fahrstuhl ganz oben sein. Ach so, das ist hier die... Das hier. Hier waren ja vorher auch so ein paar, die rumgelaufen sind. Aber es hatte keiner irgendeine Keycard dabei. Und da sind auch ein paar drinne. Locked. Oh Mist, voll gegen die Decke gesprungen. Okay, da geht's auch nicht raus für mich. Also hier ist wieder ein bisschen Munition. Ne, es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn heute. Ich werde hier wahrscheinlich noch Stunden suchen und werde nicht zum Ziel finden. Deswegen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht oder ich habe keine Ahnung. Wo soll denn hier noch was sein? Ich meine, ich habe alles abgesucht und das doppelt, dreifach und fünffach sogar. Und tschüss. Oh. Alles klar. Da war ja eigentlich nichts. Hä? Wieso ist denn das Tor jetzt wieder offen? Ich hab Bumm gemacht. Es hat nicht funktioniert. Nee. Ich. Oh. Was ist jetzt passiert? Der Weißbot hat getimeoutet. Hä? Was hast du gemacht? Jetzt hat sich auch meine Maus wieder aufgehängt. Jetzt musst du kurz warten. 120 Sekunden könnte ein bisschen dauern. Oh, oh, oh. Eine nicht autorisierte URL. Wer weiß, was das wieder war. So. Komm schon. Fenster, verschwinde. Fenster? Es gibt's doch nicht. Damit es jetzt nicht nochmal aufhängt, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Deswegen,
es ist auch schon spät genug und ich werde auch langsam müde, von daher. Machen wir jetzt das hier mal weg. Also, Setup brauche ich ja nicht. Gehen wir hier mal auf Quit. Und ja, das war's dann für heute, würde ich sagen. Jetzt muss ich nur mal eben gerade warten, bis Schraubi wieder schreiben kann. Weil ich glaube, ich kann ihn da nicht einfach, ich sag mal, freischalten. Ah, es ist hier immer noch der falsche Chat drin. Hier muss ich mal den Twitch-Chat mit einbinden. Das ist nichts Schlimmes. Was hast du denn gemacht? Alter, geh arbeiten. Jetzt ist Teufel da. Jetzt, wo ich ausmachen möchte, ne? Jetzt, wo ich ausmachen will! Dieser... das war W. E. G. Weg. D. E. Hi. Weg die Hai. Super, der Pionier. Hallo, ich war arbeiten, hau doch ab. Ja, Teufel, ich war auch arbeiten. Ich muss morgen auch wieder los. Ich kann auch nichts dafür, wenn du heute zu spät nach Hause kommst. Hehe, hi. Weckte Hai. Egal. Ja, 2 Stunden sind rum. 2,5 Stunden fast. Und von daher würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Es ist natürlich ein bisschen schade. Weg.de. Aha. Okay. Alles klar. Also war es auch nichts Schlimmes. Ja, so wie es aussieht, nächster Stream wieder nächsten Mittwoch. Weil am Sonntag schreibe ich eine Prüfung. Weiß ich noch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das kommt ganz darauf an, wie der weitere Tag verläuft. Vielleicht streame ich am Sonntag, aber das steht noch nicht fest. Reisebüro. Ach so, das ist ein Reisebüro. Ich kenne Weg.de nicht. Egal. So. Ja, ist eine Website. Ich verstehe dich schon, Straubi. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen, geschieht dir recht. Wieso geschieht mir das recht? Keine Ahnung. Egal. Ich wünsche euch jedenfalls allen einen schönen Abend. Und wir sehen uns ja bald wieder, denke ich mal. Ey, nee, doch. Wir sehen uns hier bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es gut. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen.